Hallo und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja, ab jetzt sind wir durch das olle Thema Immobilien durch und können uns mit den wichtigen Themen des Lebens beschäftigen. Ey, es ist echt kein Witz. Egal. Vielleicht ist dem einen oder anderen schon mal aufgefallen, dass ich irgendwie überall hinschaue, nur nicht in die Kamera. Oder eine Kamera, oder ich weiß gar nicht, gucke ich? Nein, ich gucke, aber ich merke, dass ich nicht zu euch gucke, weil ich unser Telefon sehe und unsere Gemälde an der Wand. Und ja, deswegen dachte ich mir, mal ein Asperger-spezifisches Thema, die Schwierigkeit mit dem Blickkontakt. Also, ich für meinen Teil, ich gehöre zu den Menschen, Ich krieg gerade voll den Knall, weil ich versuche mit aller Gewalt auf diese Kamera zu gucken. Und ich habe das Gefühl, ich schiel und mache und tue immer schlimmer, weil ich das nicht hinkriege. Ja, also ich für meinen Teil. Ich habe es endlich, warum es nicht geht. Weil in dem Moment, wo ich in die Kamera gucke, habe ich Blickkontakt mit mir. Das ist ja paradox schon wieder. Ich kann keinen Blickkontakt mit mir selber haben. Also mit anderen auch nicht, aber ich kann es auch nicht mit mir. Ey, das ist jetzt mal eine neue Erkenntnis. Kann ich in den Spiegel gucken? Nee, auch nicht. Ich guck, ja, aber das habe ich jetzt, wo du es mich so fragst, aber ich habe es mir noch nie bewusst, habe ich drüber nachgedacht. Also ich bin es gewöhnt, dass ich normalerweise immer den Blicken von Leuten ausweiche oder durch die Leute durchgucke. Also meine Mutter hat mir immer gesagt, wenn ich gesagt habe, ich gucke dich doch an, du guckst durch mich durch. Da habe ich mir immer gedacht, das geht gar nicht, weil Mama ist nicht aus Glas. Nein, ist sie nicht. Ich habe nur gerade kurz überlegt. ob das so zählt, weil man sagt doch eigentlich, die Augen haben einen Glaskörper. Und deswegen, nee. Doch. Eine Glasauge. Nein, der Glaskörper. Nee, oh, du bist so manchmal fühle ich mich von dir gemobbt. Mobbing? Ja. Aktives Mobbing an armen Kindern. Egal. auf jeden Fall hat sie mir immer früher gesagt, ich schaue durch sie durch. Das habe ich auch. Ich gebe es auch ganz ehrlich zu. Ich gucke immer durch fast jeden durch. Und ich gebe mir jetzt gerade richtig Mühe. Ich schaue sogar durch mich selber durchzugucken. Ja, auf jeden Fall ist es für mich eine unglaubliche, schwere Sache, mit jemandem Blickkontakt zu halten. Und ich weiß noch, ich bin mal wirklich heulend heimgekommen nach einem Besuch bei meinen väterlichen Großeltern, weil mein Großvater zu mir gesagt hat, halt doch Blickkontakt. Wenn du mit mir was zu sagen hast, dann halt Blickkontakt. Und ich dann wirklich mir die ganze Zeit bemüht habe, es zu tun, aber es einfach nicht geklappt hat. Und ich dann, als ich zu Hause war, so verzweifelt war, weil ich gedacht habe, dass ich so, das muss man doch können, wenn es anscheinend doch so wichtig ist. Und mein Vater hat dann damals zu mir gesagt, ja, mach halt nicht, ist doch egal. Ja, Papa weiß immer, was die genau richtigen Worte sind. Es war immer platt, so wie als er gesagt hat, ich bin mal gespannt, wann bei uns die ersten Leute zur Besichtigung kommen. Damit hat er meinen Schlaf für den Monat ruiniert, aber er weiß, aber er sagt immer die Sachen platt, also er sagt, was Sache ist. Ich vermisse Daddy. Tue ich es? Naja, eigentlich nicht. Oder? Ach, ich bin mir nicht sicher. Aber ich merke, dass er nicht da ist. Mein Papa ist gerade in Kur. Also er macht keine Haarkur, er macht eine Kur. Da gibt's Essen und so. Im Moment ist er gerade in Quarantäne, wegen Corona. Nicht, weil er es jetzt hat, sondern weil sein Test zu alt geworden ist. Er ist negativ, aber der Test ist einen Tag zu alt geworden. Jetzt muss er gerade in Quarantäne sein. Aber er hat erzählt, es sei ganz schön. Und ab morgen könnte es ja sein, dass er schon wieder raus darf. Ja. Ey, das mit dem Thema nicht in die Augen gucken, fällt mir so schwer, dass ich jetzt gerade euch versuche, mit irgendwas abzulenken. Merkt man's? Das ist...
Ich, weil ich es mir nicht erklären kann. Ich gebe es ganz ehrlich zu. Es ist etwas, was ich mir nicht erklären kann. Ich weiß nicht, warum ich anderen oder auch mir selber nicht in die Augen schauen kann. Es ist nicht irgendwie so ein Ding, dass ich habe nicht das genug Selbstbewusstsein, als dass ich andere anschauen kann. Ey, schau, es läuft viel besser, wenn ich nicht mehr versuche, mir selbst in die Augen zu schauen. Ja. Es ist auch nicht irgendwie so, dass es dann, dass es bösartig gemeint ist oder dass ich irgendwie da versuche, etwas, ja, den anderen zu verletzen, indem ich ihn nicht anschaue, im Sinne von, ich ignoriere dich. Ich höre den anderen zu, ich bin auch voll bei Gesprächen dabei, aber mir fällt es halt unglaublich schwer, anderen in die Augen zu schauen. Und ich muss zugeben, es ist sogar so, dass ich, wenn ich es dann doch tue, dass ich mich richtig darauf konzentrieren muss, dem anderen in die Augen zu schauen und mir das dann richtig auch körperlich wehtut. Also ich kriege davon richtig Kopfschmerzen. Ja. Und am Ende des Tages bin ich nicht mal in der Lage, lange den Blickkontakt zu halten. Und ich finde es einfach für mich persönlich eine Sache, die ich finde, dass man es annehmen können sollte, dass es Leute gibt, die damit Probleme haben oder auch mit dem Händeschütteln oder so. Und ja, da fehlt mir noch so ein bisschen die Akzeptanz in der Welt da draußen, weil jeder, außer jetzt gerade, wo Corona ist, streckt dir immer sofort die Hand hin. Ey, ich sag's jetzt mal ganz offen und ehrlich, für mich ist Corona gar keine so uncoole Sache. Ich freue mich. Endlich haben die anderen auch kein Bedürfnis, Hände zu schütteln. Katsching. Lauf. Mach dem Video, gib dem Video keine schlechtere Quali. Du hauchst ab. Wow. Schnöde verlässt sie mich. Ja, nee, ist okay. Ist okay. Naja. Wow. Weg war sie. Ja, meine Mutter muss gerade irgendwelche Sachen noch erledigen und deswegen. Da kann ganz schön viel Post dabei ab, fällt mir auf. Ja, aber wie gesagt, mir fehlt da oft so auch diese Akzeptanz, das Annehmen oder auch es zu tolerieren. Einfach, dass es Leute gibt, die das anders haben. Und immer wenn ich sage, mir fällt es schwer, bekomme ich kein, also habe ich nicht das Gefühl, dass ich Verständnis bekomme, sondern dann kommt immer so dieser oder dieses bist du anstrengend oder wie auch immer, diese Art. Einfach so dieses, ja, ich würde es jetzt nicht, ich würde es jetzt einfach mal ein Abwerten meines Seins nennen, so Gefühl. Also ich kann es nicht beweisen, aber so fühlt sich es oft an. Und ja, und die es dann akzeptieren, da freue ich mich dafür umso mehr, weil das sind dann Leute, die bei denen ich mich dann auch wohler fühle, weil ich habe auch sonst das Gefühl, dass ich ein bisschen, dass für mich die Gespräche dann auch verkrampfter werden und ja. Und so kann ich dann öfter reden und bin auch entspannter und dann fällt auch alles viel einfacher. Ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie es euch damit geht. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.read.outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns wieder. Bis bald. Tschüss.